der Zwischenzeit. Wir bauen wieder ein paar Getreidefelder oder Weizenfelder. Nur kurz ein bisschen unsere Handelsrouten anpassen. Werkzeug ist noch immer zu teuer. Und wir haben Panzerschiffe. Panzerschiffe. So städtisch. Diese Panzerschiffchen. Wo sind denn Schiffswerften? Da. Ihr produziert Dampfer. Okay, das ist, sorry, falsch. Wer produziert denn diese Panzerschiffe? Da sind sie. Marineschiffsbau brauche ich dafür. Habe ich ja hier nicht mal. Okay. Automobilproduktion kann ich mir überhaupt nie leisten. Mit überhaupt nicht meine ich auch überhaupt nicht. So, das Lichtbogenverfahren ist nur leider das Problem, dass es schon wieder kein Eisen gibt. Eisen würde so teuer werden. Das würde das Ganze nicht lukrativ machen, weil wir einfach zu, also da einfach zu viele Stahlwerke quasi haben. Also das Problem aktuell ist, wir haben wieder nicht genug Eisen und Kohle. Hier wieder irgendwo. Ne, das ist unsere Kolonie. Kann ich die aufgeben? Kann ich die verschenken? Ich will die nicht. Ich dachte, das ist ein anderer. Aha. Also wir kolonisieren jetzt dann einfach. Ach, hier in Jaka wahrscheinlich. Dann könnte man vielleicht Kongo mal den Krieg erklären. Weiß ich nicht. Und versuchen dann darüber einen Hafenzugang zu bekommen. Deswegen mal die Beziehung beschädigen mit den Jungs. Weil ohne Hafenzugang sieht es hier langfristig scheiße aus für uns, muss ich gestehen. So, okay. Ich glaube, Werkzeug war noch ein Problem. Die machen aktuell auch keinen Gewinn in... unserer abgekackten Kolonie. Ansonsten bauen wir jetzt trotzdem nochmal 5, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ein paar halt mal dazu. Vor allem brauchen wir dann auch wieder mehr Eisen. Aber Kohle war auch noch ein Problem. Und ich muss gestehen, da weiß ich auch langsam nicht, wie viel Kohle wir langfristig noch nutzen können. Wo ist denn da einer, der ungerade ist? Ah, okay, ich verstehe schon. Also kein 5er-Step, meinte ich. So, Investitionsfonds sind natürlich gleich aufgebraucht jede Woche. Das Schöne ist, dass wir auch direkt alles bauen können. Das ist schon ein bisschen geil. Was sagt denn eigentlich unsere AE? 42. Wie gesagt, das ist ja erstmal alles nicht so dramatisch. Bündnis mit denen geht nicht. Weil neutral sind. Ne, minus 286.000. Die Nationaleinnahmen. Hier die Nationalvoreinnahmen. Investitionsvoreinnahmen. 170.000 kommen jetzt Abzüge mit drauf. Wir haben insgesamt Bauausgaben von 830.000. Ist schon echt viel, ne? Warum so viel? Stahl. Kann denn Stahl so teuer sein? Und unsere Stahlwerke eigentlich gar keinen Gewinn machen. Wobei es doch wird ein bisschen teurer. Kohle ändern wir das Problem, aber Eisen ist schon wieder so teuer. Warum ist denn jetzt Eisen schon wieder so teuer? Ich baue euch den ganzen Tag nur zwei Sachen. Stahl und Eisen. Was ist das denn? Wann kriege ich eigentlich die Dieselpumpe? Alter. Die Dieselpumpe wäre ein unfassbarer Gewinn. Was brauche ich denn dafür? Kompressionszündung. Bräuchten wir dafür?
Übrigens, wie gesagt, ich hätte es noch gerne gesperrt, auf alle Fälle Schleswig, aber jetzt haben wir erstmal wieder einen Waffenstillstand mit. Oder muss ich den direkt den Krieg erklären? Also wir haben jetzt auf alle Fälle aktuell einen Waffenstillstand bis 1894. Und so lange werde ich wahrscheinlich denen auch nicht den Krieg erklären können. Weil die haben sich eh rausgehalten, ne? So, die Österreicher haben die lokalen Leute hier bewaffnet. Ja, okay. Können wir gerne machen, das Duell. War absolut kein Problem mit. Das Problem ist halt auch, dass die hier richtig angepisst sind. Einzige, was wir da machen könnten, wäre mal so eine No-Sozialhilfe. Wir hoffen, dass es dann besser wird. Und jetzt könnte man natürlich hier versuchen, den Krieg zu erklären. Und dann den Kongo zu erobern. Dann hätten wir hier zumindest Hafenzugang und könnten die zumindest dafür sorgen, dass die Ressourcen bekommen. Etc. Und ich würde Stahl nur ausbauen. Eisen, nicht Stahl. Okay. Ja, muss ich. Ich habe ja auch nicht mehr unbegrenzt viele Ressourcen, trotz allem. Grenzübergreifende Investitionen. Warum nicht? Wenn ich mir Schleswig eh nachher hole, dann passt es schon. Gibt es denn irgendwo... Ja, Panzerschiffe, weiß ich schon. Elektrizität auch schon wieder echt jetzt, oder? Meine Ölbohranlagen hingegen, die sind super lukrativ. I love them. Kann ich noch mehr bohren irgendwo? Nochmal 5 in der Elbe. Weizenfelder sind auch so lukrativ. Ja, nichtsdestotrotz, was hier los? Aha. So, Elektrizität. Wo haben wir es denn? Ah, nee, das war ja das andere. Sorry. Elektrizität, das Ölkraftwerk. Ja, das wäre das Einzige. Eins, nein. Warum zeigt ihr mir auch immer... Das ist so dumm, weißt du? Haben wir, oder haben wir genug Arbeitslose? Ja, haben wir sogar genug. Egal, dann macht da euer Ding. Mir scheißegal. Wenn ihr meint. Lebensstandard, ich weiß auch nicht, warum wir lebensstandardtechnisch schon wieder nicht über 20 kommen. Haben wir irgendwann Probleme ein bisschen mit Eisenbahn? Sehe ich das gerade richtig? Ja. Mal wieder in Pommern. Mal 1, 2, 3 Eisenbahnen bauen. Also jetzt habe ich so viele Marine-Dinger gebaut, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Ich habe doch... Jetzt habe ich 21, 27, 31 Schiffe. Ich habe doch viel mehr gebaut von den Dingern, oder nicht? Okay, egal. Dann machen wir kurz weiter mit Militär. Gäbe es... Weil es ist so schön, dass das alles passiv mit freigeschaltet wird. Kompressionszündung. Machen wir die erstmal. Da habe ich richtig Bock drauf. Weil damit können wir dann unsere Stahlproduktion explodieren lassen. Unsere Eisenproduktion. Ne, unsere Stahlproduktion. Wofür brauche ich die Kompressionszündung? Ne, für die Eisen war das hier, ne? Genau. Wir brauchen dann keine Kohle mehr. Das ist gut, weil wir Kohle dann für andere Sachen hernehmen können. Dafür brauchen wir dann allerdings Öl. Was natürlich dann wiederum nicht ganz so gut ist. Gummi ist auch teuer. Wobei ich sagen muss, ich baue doch Gummi. Okay, wir können kein Gummi mehr bauen. Ne. Gummi ist leider durch. Kriegssegelschiffe, Stahlfeld, Hartholz. Hartholz. Mann, macht es doch nicht weg. Hartholz fällt auch. Das sind echt gute Entwicklungen. Ein Offizier in unserer afrikanischen Kolonie hat absichtlich eine Konfrontation mit Jaka provoziert.
Streitkräfte kann ich leider nicht vor den Kopf stoßen. Okay. Dann bleibt mir jetzt hier nichts anderes übrig. Jetzt gucken, wo meine Hakus hier sind. Die kommen hier gar nicht hin, oder? Das ist voll lustig, weil wir da gar nicht hinkommen. Interesting. Wie könnten wir das jetzt umgehen? Das ist das Kongo-Haku. Moment. Wo ist das Kongo-Haku? Oder hat das Kongo-Haku gar keine Truppen? Das Kongo-Haku hat 0 Einheiten. Können wir denn mobilisieren wir doch einfach mal das Kongo-Haku. Die Hölle auf Erden. Arbeiter, die auf der Gummiplantage in Deutsch-Guinea arbeiten, erfahren schlimme Misshandlungen. Ja. Regeln wir das mal eben. Ha! Jawohl, so geil. So macht man das, Leute. Mit einer einzigen Division greifen wir jetzt an. Ja. Ein Intellektueller aus Jaka haben heute so einen Hauptsitz besucht. Sie argumentieren, ihr Heimatland sei weitaus zivilisierter, als wir es darstellen, und dass unsere kolonialen Pläne, die wir mit ihnen haben, ungerechtfertigt sind. Bloß nicht auf den Sack gehen, Alter. Wollen die denn von mir? Sehen die nicht, dass ich die hier gerade vernichte? Oh, die Briten sind übrigens auch hier fett am Sachen machen. Okay. Das Ding ist gewonnen. Und gucken, dass wir als nächstes den Kongo angreifen. Das heißt, hier nur noch Automobile. Das Ding ist aber nur, ich habe keine Möglichkeiten für Automobile aktuell. Und dass die ein Exklavenstaat sind, das weiß ich selber auch. Danke für den Hinweis. Okay. Nehmen sie nicht an. Das Ding ist aber, sie müssen es annehmen. Feministische Gruppe unter Führung von Gottfried Strauß fordert die Abschaffung der Gesetze über ansteckende Krankheiten in Holland. Wir können das erneuern. Abschaffen. Gesetze erneuern. Ich bin niemand, der seine Unterschicht hier irgendwie aussetzt. Okay, Elektrizität bleibt ein Problem, auch wenn der Preis schon mal sinkt. Deswegen werden wir jetzt einfach nochmal ein paar bauen. Okay. Versuche die Beziehung zu verbessern, trotzdem hassen die mich alle wie die Pest. Ich weiß gar nicht warum, ich mache doch eigentlich nie wirklich was Böses. Ich bin der nette Typ aus der Nachbarschaft, der immer nur das Beste will. Okay. Und damit ist der Krieg hier vorbei. Wir haben die komplett geschluckt und das Einzige, was wir jetzt machen müssen... Warum habe ich denn jetzt schon wieder... 8,7 Verrufenheit. Also ich muss es leider machen. So leid es mir tut. So, pass auf. Mobilisieren ihn noch mit. Ah, verdammt. Ja, das ist ja tatsächlich ein bisschen scheiße, ne? Na gut, wir könnten landen.
Das wäre auf alle Fälle möglich. Da sind übrigens fast keine Menschen hier. Drecksregion. Könnten natürlich eine Naval Invasion probieren. Aber bis dahin... Unsere Wehrpflichtigen wieder mobilisieren hier und... Und den Zweien. Jetzt hoffe ich nur, dass sich hier keiner groß einmischt. Wir werden es aber gleich sehen. Aber meistens ist es ja glücklicherweise so, dass diese ganzen Koloniegebiete sich da raushalten. Das ist nur die Sache. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wenn ich jetzt hier einfach mal 1, 2, 1, 2... Jeweils mal 5 Kasernen baue. Ich glaube, das ist ja langfristig schon auch von Interesse. Dass wir da ein paar Soldaten hinspammen. Geht auch relativ schnell. So, jetzt schauen wir mal, ob da weitere Truppen mit aus. Jawohl, okay, doch, das klappt. Portugal hat sich den Feinden angeschlossen. Diese hässlichen. Die USA und Portugal. Bei Portugal muss ich gestehen. Weiß ich gar nicht so richtig. Nur die Befürchtung, dass das doch ein bisschen komplizierter jetzt werden könnte. Ja, ich kann jetzt leider nicht die ganze Zeit mir das mit meinen ganzen Gruppen verscherzen, auch wenn ich es gerne machen würde. Warum ist jetzt Frankreich blau auf einmal? I don't know. Gut, der Krieg läuft. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Marineinvasion mit... Karl Lasker geht nicht. Helmut von Moltke. Paul Kempner ist zu schwach. Alois. Karl von... Der ist okay. Dort eine Marineinvasion hin. Und dann... Ja, das dauert leider eine Weile. So. Ich habe zwar diese Militärgebäude gebaut, aber nicht das Gefühl, dass die mir irgendwie groß weitergeholfen haben. Weil gar nicht genug Leute haben, um diese Gebiete alle zu, oder die ganzen Gebäude zu besetzen. Deswegen können wir jetzt eigentlich nur hoffen, dass unsere Naval Invasions was bringen. Sobald die dann irgendwann ausgeführt werden. Ah, wir haben sogar Grün trotz allem. Ah. Okay, die Schlacht verlieren wir. Oder? Ne, gewinnen wir. Gewinnen die Schlachten deutlich. Ah, jetzt haben wir auch weitere Truppen bekommen. Und die Naval Invasion war auch erfolgreich. Super. Das ist wichtig. Und dann würde ich sagen... Okay, da haben wir einen passiven Kampf mit unserer Garnison. So, würde ich mal sagen, Marineinvasion dorthin. Dass sie in Portugal landen. Ich finde es schön, dass wir den Kongo besiegen. Zwischenzeit auch. Ah, und es werden immer mehr Einheiten. Sehr gut. Gibt keine. Wir haben alle Schlachten gewonnen. Die haben sogar ihren Großteil ihrer Truppen verloren. Und wieder Wein. Und Blei. Aha. Oder? Ist doch Blei, ne? Ja. Und Blei, glaube ich, hatte ich gar nicht mehr so viel in Reserve. Ne? Also Blei ist bald das Licht aus. Stacheldrahtzäune, Elektrozäune.
bisschen mehr Eisen, das hält sich in Grenzen. Das Problem ist, man braucht für alles Elektrizität. Was das leider relativ teuer wird auf Dauer. Baumwollplantagen. Aha. Wann hatte ich denn die? Da ist dieses Benin sehr lukrativ. Deutsch-Ghana hingegen gar nicht. Und bezüglich des Weines. Viel Spaß. Wir bauen nochmal ein bisschen was aus. Jetzt habe ich hier keine Truppen mehr, oder was? Tolle Verarschen, ne? So. Na! Was hab ich denn jetzt gemacht? Alter. Okay, passt schon. Ist nochmal gut gegangen. Das Ende des Sklavenhandels. Gottfried Strauß ist überhaupt der Gewerkschafter. Ein bekannter Gegner des weltweiten Sklavenhandels argumentiert, man sollte unsere kolonialen Ambitionen nutzen, um die Sklaverei auf dem Kontinent zu beenden. Okay. Gerne doch. Eh keiner, der hier groß was mit... Sklaven macht. Was ist jetzt sein Problem? Hä? Er hätte einfach Portugal kalt machen können, wollte aber, und er hatte keinen Bock mehr. Okay, Portugal ist auf alle Fälle mal raus gleich. Ich weiß es nicht, wir müssen halt mal gucken, dass wir ein bisschen ein paar Fronten aushelfen. So, hier sind wir jetzt auch am Gewinnen. Inklusive Eroberung aller portugiesischen Gebiete. Die Kooperierung läuft ja schon 20 Jahre lang. Finde ich das schon lustig, wie lange das eigentlich dauert, bis das alles fertig inkorporiert ist, ne? So, Portugal hat sich verkrümelt und damit wird der Kongo jetzt noch von der anderen Seite überlaufen. Wir fallen jetzt hier quasi in den Rücken. Und damit ist der Kongo auch weg. Und da sind die USA, aber die USA... Lol, sicher jetzt erst. Die haben einfach da komplette Koloniegebiete irgendwie. Können gerne ein Bündnis schließen, aber wollen sie scheinbar nicht. Oder geht nicht. Als ob die eine Großmacht sind. Die haben nicht mal 10% unseres Bruttoinlandsproduktes. Erbärmlich. Aber das ist jetzt super. Denn damit sind das jetzt hier keine Exklavenregionen mehr. Dachte, ich habe die Steuern ganz aufgelöst. Okay. Was sind denn die Probleme? Niedriger Marktzugriff auf der halben Erde. Mal den Hafen hier nochmal ausbauen. Und dann... Trotz allem auch nochmal Eisenbahn. Mit dazu. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt langfristig. Ich darf nicht vergessen, dass wir da auch kaum Bevölkerung haben in den Gebieten. Okay, und dann noch in Bayern. Irgendwelche Ressourcen? Zucker und Gummi. Zucker und Gummi. Zucker kann ich wahrscheinlich gar nicht direkt was gegen machen. Da haben wir... Nein, den Zweien und hier. Den anderen Gebieten gibt es nicht genug. Und Gummi kann ich leider nicht upgraden. Kunststoff produziert leider kein Gummi. Nur Färbemittel und Seide. Weil da könnte man auch mal das Ganze noch mal ein bisschen ausbauen. So. Die Sorge um das Wohlergehen von General Adelbert Eichelbaum nahm im ganzen Land zu, seitdem er nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen war. Eine experimentelle Behandlung für das Institut der Philosophie. Aha. Er ist quasi psychologisch krank.
Wir haben entdeckt, dass unsere Rivalen aus Österreich die lundanischen Einwohner bewaffnen. Wir können aber nur... Also hier, ah. Wenn sie einen Kampf wollen, bekommen sie einen Kampf, ganz meine Meinung. Und ich würde an der Stelle erstmal sagen, ich bin raus. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Tschüss.